Willkommen zu meinem Geburtstagsvideo. Dieses Jahr fallen irgendwie alle Videotage auf alle Feiertage und mein Geburtstag. Von daher, ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder schlecht, aber darum geht es jetzt eigentlich nicht. Es geht vielmehr in diesem Video um quasi, was ich ändern möchte in 2023, um mein Vorhaben oder was auch immer. Es geht auf jeden Fall darum, dass ich ein bisschen an meinem Leseverhalten, auf jeden Fall, aber auch an anderen Dingen arbeiten möchte, weil dieses Jahr hat das nicht so funktioniert, wie ich erhofft habe, wie letztes Jahr auch schon nicht. Und naja, im Moment ist so ein bisschen der Wurm drin, aber irgendwann wird es sich schon wieder einpendeln, denke ich mal. Als erste Agenda steht hier, dass ich mehr lesen und auch Hörbuch hören möchte. Ich hatte ja letztes Jahr gesagt, weil ich ja das ganze 2021 quasi jeden Tag so Updates gemacht habe und 10 Seiten pro Tag gelesen hatte, und dann habe ich das sein gelassen, weil ich dachte, es bringt nichts, es bringt mich nicht in den Lesefluss und in 10 Seiten komme ich auch nicht wirklich in das Buch rein. Allerdings habe ich dieses Jahr halt kaum was gelesen, also wirklich kaum was, sodass es nicht mal Sinn macht, meine üblichen Jahresabschlussvideos zu machen, so Tops und Flops und sowas. Da lasse ich mir dieses Jahr was anderes einfallen. Das werdet ihr dann sehen im Januar. Das möchte ich auf jeden Fall ändern, weil das hat nichts gebracht. Und ich habe vor allem auch die Rezensionsexemplare, die mich normalerweise motivieren, weil die ja meine Rezensionen brauchen, hoffentlich zeitnah, habe ich so lange schleifen lassen, dass es mir schon sehr unangenehm war. Und deswegen muss ich das auf jeden Fall ändern. Ich habe zwar im Moment ein Hörbuch. Ich hoffe, das beende ich noch diesen Monat. Aber ansonsten keine Rezensionsexemplare. Das ist jetzt nicht unbedingt der Aufhänger. Aber ich möchte was an meinem Verhalten ändern. Ich habe jetzt erstmal aufgeschrieben, dass ich so 30 bis 50 Seiten am Tag lesen möchte. Ich glaube, 50 Seiten ist noch ein bisschen hochgestochen. Wenn ich mich zu überfordert fühle, glaube ich, werde ich das noch weniger machen. Von daher versuche ich, glaube ich, mit weniger anzufangen und wenn es gut klappt, es dann zu steigern. Ich habe jetzt 30 Seiten aufgeschrieben. Ich überlege jetzt, ob das auch schon nicht so viel ist, ob ich vielleicht mit 20 oder 25 Seiten starte. Es muss auf jeden Fall mehr als 10 sein, weil ich möchte wenigstens vernünftig in das Buch reinkommen in der Zeit und nicht nur ein paar Sätze lesen und dann quasi schon wieder aufhören und eigentlich auch schon wieder vergessen, was in diesen 10 Seiten passiert ist. Das bringt ja nichts, wie gesagt. Deswegen muss ich ein bisschen höher ansetzen, aber es darf halt auch nicht zu hoch sein. Mal gucken, mit wie viel ich starte, dann reden wir im Januar, glaube ich, nochmal drüber. Und Hörbuch hören habe ich halt eigentlich auch nicht gemacht, obwohl es so einfach wäre, nebenbei zu hören. Aber ich habe mich viel mehr auf Podcasts konzentriert, weil es halt viel einfacher ist. Ich muss daraus nichts mitnehmen, ich muss nicht wirklich richtig zuhören und verstehen, wer die Charaktere sind und so. Und deswegen, ja, habe ich irgendwie Hörbücher schleifen lassen, obwohl es eigentlich das Einfachste der Welt gewesen wäre, ein paar Hörbücher zu hören. Naja, auf jeden Fall fange ich da wieder mit 15 Minuten an. Das hat ja in 2021 eigentlich gut geklappt. Ich hätte das eigentlich auch dieses Jahr einfach beibehalten können. Aber ich wollte nicht nur eins von beiden machen. Deswegen habe ich beide sein gelassen. Und ja, ich werde mich vielleicht steigern, je nachdem, wie gut mir die Hörbücher gefallen. Das werden wir dann sehen. Falls ihr Videowünsche habt, die ihr von mir gerne sehen würdet, schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil mir gehen manchmal auch so ein bisschen die Ideen aus. Wenn ich halt nicht wirklich viel lese, dann kann ich auch nicht so viele Videos, zumindest übers Lesen, machen. Über Bücher geht ja trotzdem noch und ich habe auch ein paar gemacht. Allerdings weiß ich natürlich nicht, was euch ungefähr interessiert. Und dann könnte ich auch in die Richtungen gehen. Deswegen habe ich ja dieses Jahr ganz viele andere Videos gemacht. Zu denen kommen wir auch gleich noch. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Wünsche, falls ihr euch irgendwas wünscht, in die Kommentare. Dann kommen wir zu Nummer 2. Die neuen Bücher für 2022 Liste habe ich natürlich nicht mal annähernd geschafft. Also ich blende es euch hier mal ein. Ich habe 3. Ich gehe mal von 3 Büchern aus, geschafft, weil aktuell höre ich noch eins der Hörbücher und ich hoffe, in diesem Monat es noch beenden zu können. Das ist nämlich Ich bin Gideon. Aber ich bin mir da nicht so sicher, weil aktuell, wo ich gerade drehe, ist es der 22. Dezember, bin ich noch nicht so weit. Aber ich hoffe, dass ich Hörbücher, vor allem weil ich es auch auf doppelter Geschwindigkeit höre, schneller beenden kann, als wenn ich ein Buch lese. Von daher drücke ich mir die Daumen. Dann hätte ich auf jeden Fall, falls ich das beende, 3 der Bücher geschafft. 3 von, auf der Liste ist jetzt 10, ich mache ja immer 9 plus 1. Deswegen habe ich entschieden, ich nehme die Liste einfach mit für 2023. Ich ändere da jetzt nicht viel dran, ich will mir nicht zu viel aufbürden, also nochmal neue 3 Bücher drauf tun. Ich will erstmal gucken, dass ich zumindest diese Liste
halb durchkriege. Hoffentlich alles, wenn ich wieder mehr Lust an Hörbuch hören und so bekomme. Aber wer weiß das schon. Auf jeden Fall sind auf der Liste, falls ihr euch die Cover jetzt nichts sagen. Erstens Der Marsianer von Andy Weir. Zweitens Noah von Sebastian Fitzek. Das habe ich tatsächlich auch hier. Ich habe mal geguckt, ich glaube, ich habe das im Januar oder Februar bei meiner Freundin ausgeliehen. Das ist schon fast ein Jahr hier und ich habe es noch nicht angefasst. Ich wollte es ja eigentlich lesen und nebenher als Hörbuch auf Spotify hören, sodass ich beides gleichzeitig mache, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ich habe das Ganze bei ganz vielen anderen Booktubern gesehen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, deswegen ist es immer noch hier. Ich glaube, das wird eins der ersten sein, die ich hoffentlich in Angriff nehme, weil irgendwann muss ich das Buch ja auch zurückgeben. Dann drittens The Expanse oder Leviathan erwacht von James Corey. Das ist ein Sci-Fi-Buch, glaube ich, da ist auch die Serie zu sehr bekannt. Dann viertens Waffenschwestern von Mark Lawrence. Fünftens Die Gabe der Könige von Robin Hobb. Da geht es vielmehr um Robin Hobb, falls ich ein besseres oder anderes Buch zum Einsteigen in ihre Welt finde als Die Gabe der Königin, werde ich das vielleicht wählen. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob das das perfekte Buch ist zum Einsteigen, aber erstmal habe ich das auf der Liste gehabt. Dann Der Schlüssel der Magie von Robert Jackson Bennett. Dann siebtens Kriegsklingen von Joe Abercrombie. Das sind die 7 oder 6 plus 1 Bücher, die quasi noch übrig sind, die ich hoffentlich 2023 dann in Angriff nehmen. Schon fertig sind Scaldatory Pleasant, Band 1. Ich weiß immer noch nicht, wie man das genau ausspricht. Dann Tagebuch eines Killerbots. Und wie gesagt, fast durch bin ich mit Ich bin Gideon. Wie ich die fand und so zu dem Tagebuch eines Killerbots. Da gibt es eine Rezension, die verlinke ich euch in der Infobox. Ansonsten dann im Jahresabschlussvideo werde ich über diese Bücher dann auch nochmal reden oder in dem Fall Hörbücher, weil ich die alle als Hörbücher gehört habe. Ich habe jetzt nicht wirklich was zu den Inhalten dieser Bücher gesagt, weil das Video viel zu lang werden würde. Ich verlinke euch das Originalvideo vom letzten Jahr, wo ich die Bücher vorgestellt habe in der Infobox und in der Infocard. Und wie immer verlinke ich natürlich alle Bücher in der Infobox. Könnt ihr auch mal bei Amazon einfach die Klappentexte lesen, falls euch jetzt ein Buch speziell interessiert. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 3 und jetzt was anderes als Bücher. Und zwar geht es um die K-Pop-Videos. Die werden ja je nachdem nicht so wirklich viel geklickt. Diese Monatsrückblicke und so werden kaum geklickt, also von euch geschaut, sagen wir mal so. Das Maxident-Album-Review von Stray Kids wurde überraschenderweise sehr oft angeklickt, aber ich glaube, das ist einfach, wurde Leuten auf der Startseite angezeigt und die hatten jetzt nicht vorher was mit mir zu tun gehabt, die das geguckt haben, würde ich mal denken. Aber ich habe halt damit vor allem Videos gefüllt, weil ich nicht so viele Videos über Bücher machen konnte und wollte und weil es mich halt sehr interessiert hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es auf diesen Kanal passt, weil nicht viele von euch haben Interesse an diesen Videos, verstehe ich auch, weil ihr seid eigentlich hierher gekommen für die Büchervideos, obwohl die ja auch teilweise nicht so oft geschaut werden. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Ich habe überlegt, ob ich die vielleicht auf einen neuen Kanal verschieben soll. Das wollte ich eigentlich nie so wirklich machen, weil es dann so viel Aufwand wäre und weil hier natürlich dann weniger Videos kommen würden. Weil wenn ich die auf den neuen Kanal verschiebe, dann würden deren Plätze ja frei bleiben auf diesem Kanal. Deswegen kommen auf jeden Fall weniger Videos. Und weil die K-Pop-Videos auch wirklich anstrengend sind, also sehr viel Arbeit von mir erfordern. Im Vergleich zu diesen normalen Videos sind sie halt sehr, sehr viel Arbeit. Das heißt nicht, dass sie generell viel Arbeit sind. Im Vergleich zu einem Julian Bam-Video sind sie natürlich absolut wenig Arbeit. Aber im Vergleich zu meinen normalen Videos muss ich da sehr viel Arbeit reinstecken. Und das ist immer super aufwendig und das nimmt immer viel Zeit in Anspruch. Und wenn ich dann einen neuen Kanal mache, dann mache ich davon vielleicht ein paar mehr Videos. Ich habe mir auch ein paar mehr vorgestellt, die ich gerne machen würde über K-Pop. Und das bedeutet halt einfach, dass in diesen Kanal dann weniger Zeit fließen würde, falls ich dann meine Zeit zwischen diesem Kanal und dem K-Pop-Kanal aufteilen müsste. Das könnt ihr mir gerne schreiben, wie ihr das so seht, in die Kommentare, ob euch die K-Pop-Videos stören oder ob ihr denkt, nee, da klicke ich da halt nicht drauf. Wenn es mich nicht interessiert, dann warte ich halt auf das nächste Video. Vielleicht interessiert mich das dann mehr. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, wir werden sehen. Ansonsten, wie gesagt, ich möchte diese K-Pop-Videos auch ein bisschen verändern, diese Monatsrückblicks oder manchmal tue ich auch 2 Monate oder so zusammen oder mehrere.
möchte ich auf jeden Fall ändern, weil es sehr viel Aufwand ist. Wie gesagt, das dauert super, super lange. Allein die ganzen Musikvideos oder die Songs zu hören und dann die zu ranken, darüber nachzudenken, was ich mit reinnehme, wie ich es mit reinnehme, dann die ganzen Clips zusammenzusuchen und so weiter und so fort, das ist viel zu viel Aufwand. Ich habe mache das jetzt nicht mal ein Jahr und ich bin es schon leid. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, heute ist der 22. Dezember, auch wenn ihr das nicht am 22. Dezember seht. Der Monat ist schon fast vorbei und ich habe mir noch nicht mal die Songs aus dem Jahr November angehört. Das heißt, ich hänge gerade richtig hinterher, weil halt so viel Stress mit Weihnachten und so ist, dass dafür nicht so viel Zeit bleibt. Und das macht für mich halt einfach keinen Sinn. Ich muss das auf jeden Fall ändern. Ich möchte die beibehalten, aber ich werde mir nicht mehr jeden Song anhören, der in dem Monat erscheint, glaube ich. Ich achte auf viele Namen, die ich schon kenne. Also aus diesem einen Jahr habe ich hier jetzt ganz viele Künstler und so kennengelernt. Wenn ich einen Künstler schon kenne und weiß, dass mir die Musik vorher schon relativ gut gefallen hat, dann höre ich mir die an. Aber ich mache mir, glaube ich, nicht mehr so viel Stress und ich versuche auch weniger in ein Video reinzupacken, damit der Aufwand, die zu schneiden und mit Copyright und so ist ja auch immer schwierig, versuche ich das weniger zu machen. Stattdessen möchte ich mich mehr auf verschiedene Gruppen nicht spezialisieren, mich mehr mit denen beschäftigen, weil es gibt einige Gruppen, wo ich denke, oh, deren Musik gefällt mir, aber ich habe bisher nicht die Zeit gefunden, deren Alben voll anzuhören oder alle ihre Titeltracks anzuhören oder so. Und ich glaube, ich könnte mir mehr Zeit dafür nehmen, wenn ich daraus auch ein Video für diesen Kanal mache. Also zum Beispiel Stray Kids kenne ich schon sehr, sehr gut, aber ich würde halt trotzdem gerne ein oder mehrere Videos über die Songs von Stray Kids machen, zum Beispiel ihre Titeltracks ranken, so wie ich es mit Blackpink gemacht habe, obwohl ich bei Blackpink ja alle Songs gerankt habe, weil die nicht so viele hatten. Aber bei Stray Kids hat im Vergleich viel zu viele, um sie alle einzuranken. Aber da kann ich noch ein bisschen über die einzelnen Alben reden und so weiter und so fort. Und dann möchte ich halt noch weitere andere Gruppen quasi mich mit denen beschäftigen, mehr deren Musik hören und vielleicht daraus ein Video machen. Und vielleicht interessiert es euch dann auch, weil ihr dann natürlich auch diversere Musik bekommt, weil nicht jeder in K-Pop auch nur Pop macht. Ich denke, wenn ihr ein oder zwei K-Pop-Videos von mir angesehen habt, habt ihr gemerkt, dass K-Pop sehr divers ist, dass es viele verschiedene Richtungen gibt, in die K-Pop gehen kann, sowohl in die Rock-Richtung als in die Hip-Hop-Richtung. R&B und alle verschiedenen Styles sind dabei. Und ich denke, da wird auch jeder mal, der sich dafür interessiert, eine Gruppe vielleicht finden, wo er denkt, oh, die Musik gefällt mir, aber vielleicht sollte ich mehr von dieser Gruppe hören. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall mehr machen. Und deswegen muss ich auf jeden Fall die anderen K-Pop-Videos ein bisschen zurückschrauben, weil sonst finde ich dafür die Zeit nicht. Kommen wir zu dem letzten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, den ich aber eigentlich schon erwähnt habe, die Videofrequenz. Ich hatte letztes Jahr in diesem, es ändert sich Sachen Video, das ich Ende letzten Jahres gemacht habe, so vor einem Jahr ungefähr, gesagt, dass ich mir weniger Kopf drum machen möchte, immer Videos rauszubringen an bestimmten Tagen, zu bestimmten Zeitpunkten. Und das habe ich dieses Jahr auch sehr gut gemacht, würde ich sagen, weil als ich keine Lust hatte und einfach keine Zeit, habe ich mich nicht sehr gestresst, dann habe ich halt einfach ein oder zwei Videos ausfallen lassen oder wenn ich mal krank war, passiert halt manchmal und dann anstatt irgendwas zusammenzuknüppeln, habe ich es einfach mal sein lassen und es hat sehr gut geklappt. Und falls ich diese, wie gesagt, K-Pop-Videos ausspare in einen neuen Kanal, dann wird hier ja noch weniger Videos folgen und ich wollte das einfach nur ankündigen. Also wundert euch nicht, dass es vielleicht mal in Zukunft mehr als nur ein Video ausfällt, vielleicht mal zwei, drei, vielleicht kann es auch passieren, wenn es mir nicht so gut geht, dass mal einen ganzen Monat nichts kommt. Ich bin mir, also ich versuche das nicht zu machen, ne? Ich möchte trotzdem irgendwie eine Struktur in meinem Leben und auch eine Struktur in diesem Kanal drin haben. Das hilft mir ja auch und das hilft auch dem Kanal. Allerdings, ja, bleibe ich einfach dabei, dass ich mir keinen Druck oder nicht so viel Druck machen möchte, dass ich mich dann schlecht fühle, falls ein Video nicht kommt, auch wenn die Videos letztendlich nur 20 Leute angucken oder so. Das war alles, was ich sagen wollte. Eigentlich gibt es dazu nichts zu sagen, weil es ja vorher dieses Jahr ja auch schon so war. Aber ich dachte mir, sage ich jetzt einfach dazu. Und das war eigentlich alles, was ich mir jetzt erstmal aufgeschrieben habe. Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare. Wie seht ihr das? Vor allem, wenn ihr selber YouTube-Videos macht oder einen Podcast habt oder was auch immer. Wie seht ihr das mit eurem
Wie ist euer Work-Life-Balance quasi? Da können wir vielleicht uns austauschen. Und ansonsten sehen wir es dann hoffentlich im nächsten Video und auch wahrscheinlich nahe am nächsten Jahr schon dran. Bye.